Moin Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch, wie ihr eine OneBlock-Karte herunterladen könnt in Minecraft. Als erstes geht ihr auf die Website, die ich unten in den Kommentaren verlinkt habe. Ich scroll nach unten, geht auf Download, geht auf Version 1.16.4. Dann müssen wir kurz warten. Dann ist es gleich heruntergeladen. Dann gehen wir in den Explorer. Dann drücken wir Rechtsklick drauf. Dann gehen wir auf Extract to diese Dings oder alle extrahieren. Dann haben wir das extrahiert. Jetzt haben wir diesen Ordner. Jetzt machen wir uns ein Fenster. Wir haben das so geöffnet. Und jetzt gehen wir Rechtsklick auf das Minuszeichen. Ausführen. Jetzt geben wir da ein Prozent. AppData Prozent. Wir müssen jetzt in den Minecraft Ordner. Dann seht ihr bei euch Punkt Minecraft. Ihr drückt darauf. Dann geht ihr auf Saves. Dann sind hier eure ganzen Welten, die ihr habt. Und dann geht ihr hier in diesen Ordner hier rein. Einmal, zweimal nicht mehr, nur einmal. Also ihr geht so, einmal drauf, fertig. Dann zieht ihr von diesem Ordner alles zu diesem Ordner, nach Saves verschieben. Und jetzt habt ihr OneBlock in Minecraft. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr nehmt irgendeine Version, die ihr haben wollt. In meinem Fall ist es jetzt die neueste, 1.19.3. Es gibt leider auch keine neueren Versionen von OneBlock. Die sind alle erst in Arbeit. Das heißt, es gibt noch keine Skalk, es gibt noch keine Warden. Aber vertraut mir, Leute, es wird alles kommen. Jetzt Minecraft drin, dann gehen wir auf Einzelspieler. Dann scroll ich jetzt nach unten. Und hier ist die Welt OneBlock 1.19.3. Und jetzt sind wir schon auf der Welt. Ihr könnt jetzt diesen Block unter euch abbauen, hier, den hier. Und dann kriegt ihr weitere Blöcke raus. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Und ich würde dann sagen, ciao!